So, da bin ich wieder. Ja, dummerweise hat das Handy einfach mal gesagt, nö, ich will jetzt hier nicht mehr weiterfilmen nach 48 Minuten. Aber jetzt bin ich wieder da. Ja, das ist von Mountain House ein sehr, 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 sehr leckeres Essen. Und das möchte ich euch jetzt einmal kurz vorstellen. Ihr habt eben gesehen, dass ich was zubereitet habe von Mountain House in der Pushbox hier. Ja, was ist überhaupt Mountain House? Mountain House ist ein Produzent von Trockennahrung quasi, die man aufkochen kann. Ne? Das hier ist jetzt zum Beispiel die Version Rührei Schinken Kartoffel. Ne? Und ja, die schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin ziemlich zufrieden damit. Wenn ihr hier mal reinguckt, seht ihr schön das Rührei da drin. Ihr seht schön den Schinken und ein paar Kartoffelstücke. Wenn man genau hinschaut, erkennt man auch. Ich komme mal kurz hin. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera das wieder fokussiert hat. Da erkennt ihr das ganz gut. Den Schinken, das Rührei und ein paar Kartoffelstückchen sind da auch noch mit dran. Mountain House produziert nicht nur Rührei, Schinken und Kartoffeln. Nein, die haben ganz, ganz viel im Sortiment. Die haben verschiedene Müsli im Sortiment. Ich nehme ganz gerne das Schokomüsli. Die haben Barmi Goreng beispielsweise drin. Nudeln mit Carbonara, Hackfleischtopf und. Vieles mehr. Das Praktische an dem Ganzen ist, dass das Nettogewicht bei den ganzen Essen bei 100 Gramm liegt. Das ist nicht wirklich viel. Man kann das gut im Rucksack verstauen. Man kann auch für mehrere Tage ganz einfach ein bisschen was mitnehmen und das dann einfach aufkochen. Was man dazu braucht, ist einfach nur ein Kocher und so ein Topf und einfach nur frisches Wasser. Ja, schmecken tut das Ganze auch wirklich ausgezeichnet gut. Auf jeden Fall schmeckt das ganz gut. Vielleicht ist es für den einen oder anderen ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man kann es auf jeden Fall essen und es hat sau viele Kilokalorien. Ihr habt es bestimmt hier schon an dem kleinen Sticker hier gesehen. Der hier oben, sorry, der hat 500 Kilokalorien, 508 Kilokalorien pro Mahlzeit quasi. Wer einmal so ein Tütchen isst, nimmt mit 108 Gramm Nettomasse 508 Gramm Kilokalorien zu sich. 508 Kilokalorien. Auf jeden Fall eine Kalorienbombe, ohne Frage, aber draußen in der Natur brauchen wir auch viele Kilokalorien. Ganz einfach, um zu überleben. Wenn wir drei Mahlzeiten am Tag essen, frühs, mittags, abends, dann hätten wir theoretisch 1500 Kilokalorien. Das ist schon jede Menge, das ist mehr als manch anderer essen würde. Wer also mal Essen probieren möchte, der kann mal auf Mountain House zugehen. Die gibt es zum Beispiel bei ASMC, meines Wissens nach. Die gibt es bei Cotticella und. Ich habe es, glaube ich, von camps.de bestellt, weil die ein bisschen was im Angebot hatten dort und Rabatte. Und dementsprechend wirklich eine super Sache, auch vom Geschmack her ausgezeichnet. Zu Mountain House gibt es noch zu sagen, dass sie auch große Dosen verkaufen. Da sind dann bis zu, ich glaube, 10, 20 Portionen drin in einer Dose von einer Geschmacksrichtung. Das ist vielleicht interessant für Leute, die so einen Vorratsraum anlegen. Und die sind auch noch länger haltbar als die kleinen Tütchen hier. Haltbar, das hier wäre bis 4.10.2019. Das wäre jetzt von jetzt an so circa 4 Jahre. 4 Jahre ist auch nicht wenig. Kann man sich mal zulegen zu Hause. Ich habe eine ganze Schublade davon voll. Ja, da muss ich nicht so viel andauernd bestellen. Kann man sich einen Vorrat anlegen. Ja. Hier steht zum Beispiel, dass man es dann noch würzen soll, je nach Geschmack. Ich finde,
Das ist sehr gut gewürzt. Da braucht man nicht noch nachwürzen.